Willkommen zu Underplayed Commander Spotlight, diese Woche mit Asmira, Holy Avenger. Asmira ist ein legendärer Engel für zwei generische, ein grünes und ein weißes Mana. Wie für Engel typisch fliegt sie, verfügt aber wie für Engel untypisch über eine interessante ausgelöste Fähigkeit, die immer dann auslöst, wenn eine Kreatur aus den eigenen Reihen abtritt. Und zwar werden dann zum Ende des Zuges, und zwar zu Ende jedes Zuges, für jede Kreatur, die gestorben ist, eine 1-1 Marke auf Asmira gelegt. Auf den ersten Blick mag es also klingen, als wäre Asmira der perfekte Commander für ein Deck, welches sich um +1/+1 Marken dreht. Und in der Farbenkombination gibt es dafür auch ausreichend Support. Allerdings würde ich sagen, kommen dann andere Commander-Optionen wie Garve, Guru of Spores oder Atraxa dann doch deutlich mehr in Frage. Und nehmen Asmira in der Hinsicht so ein bisschen den Glanz, weil Asmira gegen die beiden dann doch deutlich den kürzeren zieht, weil sie an sich zwar mit Marken synergiert, weil sie Marken auf sich selbst legt, aber ansonsten keinen anderen Nutzen daraus zieht. Und wenn man sich das dann genau überlegt, offenbart sich, dass Asmira tatsächlich ein Deck bauen kann, was man eher Farbenkombinationen, die mit Schwarz spielen, zurechnet. Und zwar Decks, die sich um Opfern drehen. Asmira Holy Avenger, das klingt ja schon nach Rache und Märtyrertum. Und Karten wie Major's Course und Fanatical Devotion sorgen dann dafür, dass Asmira auf eine interessante Art und Weise eine Voltron-Option sein kann, da man Kreaturen opfert und gleichzeitig damit Asmira größer macht und vor Schaden oder Removal schützt. Aus grünen Karten wie Facility und weißen Karten wie Major's Bond zieht man dann den Profit und lässt die Gegner dafür mehr oder weniger bezahlen oder sorgt dafür, dass man selbst Karten daraus zieht, damit einem die Werkzeuge nicht selbst ausgehen. In Kreaturen wie Unruly Mob und Rot Chambler gibt es zudem auch noch andere Kreaturen, die davon profitieren, wenn weitere Kreaturen aus den eigenen Reihen sterben. Das lässt sich natürlich am besten mit Kreaturen verbinden, die sich selbst opfern können, sowas wie Sakura Tribe Elder, Burnished Heart, Korsali Brightmage und Thrashing Brontodon, also Staples in Commander, die sich selbst opfern und damit Probleme beseitigen oder rampen. Und auf der anderen Seite bieten sich natürlich Tokens an. Welche Farbe neben Grün ist so gut darin, Spielsteine zu kreieren? Am besten natürlich mit Mykolos, der gleich beides abwickelt. Auf der einen Seite opfert er viele Kreaturen und macht damit Asmira deutlich stärker. Und auf der anderen Seite bringt er jede Runde neue Tokens, die geopfert werden können. Auch Eldrazi kommen einem sofort in den Sinn, weil Eldrazis mit Awakening Zone und From Beyond quasi jede Runde ohne größere Kosten ins Spiel kommen und sich auch jederzeit für Mana und in dem Sinne auch 1-1 Marken opfern lassen. Dass dann eine Karte wie Skullclamp natürlich nicht fehlen darf, liegt auch auf der Hand. Generell muss ich also sagen, Asmira schafft es auf ihre interessante, aggressive Art und Weise, eine Art Spielkonzept zu entwickeln, die weiß und grün zwar nicht fremd ist, aber eben nochmal einen Schritt weiter geht, als man es üblicherweise gewöhnt ist. Tatsächlich muss ich sagen, der Commander, zu dem sie mir am ähnlichsten vorkommt, ist Kemba. Denn ähnlich wie Kemba verbindet sie eine Strategie, die in die Breite geht, mit vielen Spielsteinen, mit einer Strategie, die darauf abzielt, den Commander zu einer unaufhaltsamen Macht zu machen, die das Spiel alleine beenden kann. Man könnte meinen, dass eine Commander-Option wie Asmira Holy Avenger einen beliebten Commander abgeben würde, weil sie so vielseitig ist und eine breite Palette an Decktypen unterstützen könnte. Aber die 60 Decklisten auf EDH-Rec sprechen eine andere Sprache, und zwar die, dass Asmira all das, was sie tut, im Schatten ihrer viel beliebteren Konkurrenz tut. Das ist natürlich schade, und ich hoffe, dass sich der ein oder andere nach diesem Video vielleicht Asmira annimmt und seiner Spielgruppe demnächst ein Deck präsentiert, was mit der Farbphilosophie von Magic spielt, den ein oder anderen Trick auf Lager hat und generell viel Spaß macht. In diesem Sinne möchte ich mich von euch verabschieden. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut.